Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Age Inquisition. Ihr seht's, ich trage eine andere Rüstung. Und zwar muss ich jetzt diesen Part, das müsste Folge 266 sein, nochmal neu aufnehmen. Ich hatte ja in der letzten Aufnahmesession, die ging jetzt von Folge 262 bis 68, also bis zum Ende, habe ich alles brav aufgenommen. Ich hatte diese Folge auch aufgenommen. Ich habe bloß vergessen, sie zu rendern und habe die Rohfassung gelöscht, ohne dass ich halt ein fertiges Video hatte. Und durfte dann jetzt nochmal den kompletten Teil, den ich aufgenommen habe, nachspielen. Und jetzt sitzen wir hier an dieser Stelle. Das heißt, ich habe mir jetzt beim Nachspielen natürlich keine neue Rüstung geschmiedet. Ich trage jetzt die, die wir gefunden haben. Für die Folge sollte das auch reichen. In den anderen Folgen, also den letzten beiden Folgen, seht ihr das dann auch. Da müsste eigentlich die neue, oder ich habe die neue Rüstung in der Folge geschmiedet. Ich weiß es nicht. Ich hatte irgendwann mal eine neue Rüstung an. Falls ich die noch nicht anhatte, seid ihr jetzt gespoilert. Ich habe eine neue Rüstung an. Kann aber auch sein, dass ich sie schon davor geschmiedet hatte. Ich weiß es jetzt nicht mehr, weil das schon... Die Aufnahmesession ist jetzt schon ungefähr 2 Wochen rum. Knapp 2 Wochen rum. Das Nachgespiele habe ich auch vor ein paar Tagen gemacht, als ich halt kurz mal Zeit hatte. Also, deswegen, ich hoffe, der Part wird trotzdem gut. Ich kann hoffentlich noch ordentlich kommentieren. Und jetzt geht's eigentlich um den Davard. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir sollen da jetzt hingehen. Wir wissen, dass die Kunari hier eine ganz große Invasion geplant haben und wollen sie immer noch aufhalten. Das machen wir jetzt auch. Ja, tut mir leid. Es ist leider passiert, dass mir eine Folge dadurch gerutscht ist. So, wir müssen ja zurück zur Inquisition. Das heißt, wo geht's denn nochmal lang? Da oben. Genau. Dem müssen wir jetzt noch Bescheid sagen. Ich hätte ja eben auch eigentlich schon mal laufen können. Komme ich jetzt hier nicht rein? Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass mir wirklich so passiert ist, dass ich eine Folge vergessen habe zu rendern. Dass mal eine Folge kaputt geht, ja. Häufiger. Aber dass ich sie wirklich vergessen habe zu rendern und halt einfach das wunderbar aufgenommene einfach vernichtet habe, ist halt ein bisschen doof. Aber konnte ich ja rekonstruieren. Also ihr kriegt ja den Content, euch fehlt keine Story. Für mich war es jetzt ein bisschen doof. Für mich ist es jetzt auch ein bisschen doof, alles im Nachhinein, ich kenne ja jetzt das Ende, nachzukommentieren. Beziehungsweise nochmal zu kommentieren, als wüsste ich das alles nicht. Das ist natürlich kacke. Eure Spione haben bestätigt, dass es im Palast von Denerim Gardlockfässer gibt? Ja, genau wie in Val Royeaux und überall in den freien Marschen. Der Winterpalast ist nicht das einzige Ziel. Die Kunari sind nur einen Befehl davon entfernt, sämtliche Adelshäuser der bekannten Welt auszulöschen. Aber das Ganze hat doch etwas Gutes. Wenn wir die Botschafter warnen, wird sie das daran erinnern, welchen Wert die Inquisition besitzt. Nicht, wenn die Inquisition für diese Bedrohung verantwortlich ist. Ja, also wir sind auf jeden Fall die undichte Stelle. Und das sagen wir auch so. Es ist unsere Schuld. Unsere Schuld? Nein, aber unsere Verantwortung. Was ist passiert? Der elfische Bedienstete, der für die Fässer verantwortlich war, hat zugegeben, dass er für die Kunari arbeitet. Aber er war doch Orlaisianer. Das belastet Orlais, nicht die Inquisition. Ja, allerdings sind die Fässer nur in den Winterpalast gelangt, weil sie auf der Vorratsliste der Inquisition standen. Na, wie sollen wir denn einen Krieg führen, wenn wir nicht einmal mehr unseren eigenen Leuten vertrauen können? Wisst ihr, wer die Fässer auf die Liste der Inquisition gesetzt hat? Ja, mehrere elfische Arbeiter der Inquisition sind verschwunden. Ich habe ihre Vergangenheit überprüfen lassen. Sie
Sie hatten sich der Inquisition angeschlossen, nachdem sie dem Chaos in Kirkwall entkommen waren. Ich weiß noch, wie Kirkwall zu seinen schlimmsten Zeiten war. Viele der Elfen dort sind auf der Suche nach einem besseren Leben zum Kuhn konvertiert. Und die Kunari haben Spione aus ihnen gemacht. Ja, Kirkwall war ja sehr lange von den Kunari besetzt. Und den Elfen ging es natürlich nicht gut, gerade nicht in den Elendsvierteln. Da kann ich das irgendwie nachvollziehen, dass man sich irgendwas anderes sucht, was einem ja, ein besseres Leben verspricht. Finde ich irgendwie vollkommen logisch. Ist natürlich doof, dass die jetzt Spione für die Kunari sind, aber einfach nur logisch. Was passiert ist, ist passiert. Das sehe ich genauso. Man kann sowas nicht rückgängig machen. Das ist wichtig, welche Konsequenzen man daraus zieht und wie man dann mit diesen Konsequenzen umgeht. Ich finde es auch doof. Also, man kann sich für Sachen, die schiefgelaufen sind, schon entschuldigen. Aber man muss jetzt nicht die ganze Zeit sich den Kopf zerbrechen, was hätte man besser machen können. Man sollte lieber die Energie dafür nutzen, um es dann in einer ähnlichen Situation besser zu machen oder das, was daraus resultiert, daraus das Beste zu machen. Was geschehen ist, lässt sich nicht mehr ändern. Wir können lediglich entscheiden, wie wir jetzt damit umgehen. Ich habe die Inquisition im erhabenen Rat verteidigt. Und wofür? Damit wir jene, die wir angeblich beschützen, täuschen und bedrohen? Sobald wir die Spione... Es geht nicht um die Spione. Ihr habt den toten Kunari versteckt. Ihr habt den Winterpalast quasi übernommen. Wir haben das Richtige getan, nicht das politisch Vorteilhafte. Wisst ihr überhaupt, was uns das gekostet hat? Orlais und Ferelden planen in diesem Moment, uns aufzulösen. Und vielleicht sogar zu Recht. Ja, ne? Ich glaube, wir sind mal eher verwirrt und sagen, wir wissen nicht, was geschieht, denn so richtig wissen wir es nicht. Es tut anscheinend ultra doll weh, deswegen würde ich nicht sagen, macht euch keine Sorgen. Dieses verfluchte Ding, das ist einfach nicht meine Art, deswegen sagen wir das. Ich will nicht sterben, finde ich auch ein bisschen überdramatisch. Es wird schlimmer. Ich weiß nicht, warum oder was ich dagegen tun kann. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt. Ich weiß nur, dass die Kunari aufgehalten werden müssen. Ich muss zum Davarat, solange ich noch kämpfen kann. Danke, Inquisitor. Sollen wir den erhabenen Rat über die Gefahr informieren? Auf jeden Fall. Ja. Falls wir scheitern, muss der erhabene Rat wissen, was geschehen ist. Ich sorge persönlich dafür. Leliana, ich kann... Nein, eure Aufgabe ist ohnehin schon schwer genug. Ich übernehme es. Ich postiere am Illuvian Wachen für den Fall, dass die Kunari den Palast angreifen. Der Erbauer sei mit euch. Huch, das war aber sehr schnell zu Ende. Ja. Jetzt müssen wir den Schlüsselstein aktivieren. Das heißt, wir gehen wieder brav durch unseren Illuvien. Und nehmen natürlich wieder, also die eigentliche Standardtruppe, Varric, Cassandra und Solus mit. Solus geht nicht, also kommt Dorian mit. Ganz einfach ist das. Ich wollte gerade sagen, warum bin ich jetzt dann allein durchgegangen? Das Spiel hat auch schon keine Lust mehr. Nachtigall hat uns erzählt, was mit eurer Hand passiert ist. Was auch immer geschehen mag, es war mir eine Ehre, an euer aller Seite zu kämpfen. Also dann, Bianca, zeigen wir all den großen Leuten noch ein letztes Mal, wie man es richtig macht. Genießt meine Gegenwart, solange ihr noch könnt. Ich vermute, ihr alle werdet mich später schrecklich vermissen. Definitiv. Ich danke euch. Euch allen. So, dann geht's los nach diesen traurigen Abschiedsworten. Also dann, macht euch bereit. Genau, los geht's.
Okay, hier sind wir. Ist also der Davarat. Super. Seht euch das an. Ein Eluvienfriedhof. Wo haben die Kunari die nur alle her? Und wie lange studieren sie die Eluvien schon? Je schneller wir ihre Invasionspläne vereiteln, desto besser. Ja, ich finde schon sehr erstaunlich, wie viele Eluvien hier rumstehen. Noch eine zweite Gruppe gekommen. Das erklärt einiges. Okay, wir haben hier einen Text. Eluvien-Studien. Die Notizen auf diesen Seiten sind selbst für jemanden, der Kunlat beherrscht, absolut unverständlich. Während die Handschrift den Kratzern ähnelt, die ein betrunkenes Huhn hinterlassen würde, sind die Zeichnungen hingegen äußerst genau. Sie zeigen unglaublich sorgfältige Studien mehrerer Eluvien sowie begleitende Schaubilder ihrer Funktionsweise. Wie ein Schleierfeuer. Das lasse ich jetzt aber mal in Ruhe. Ich will jetzt auch gar nicht mit dem Eindruck machen, dass für mich alles neu wäre. Oh, verdammt, das kann nichts Gutes bedeuten. So, wir springen hier mal. Geht's wieder? Wir sollten uns beeilen. Sie kommen! So, wir haben uns einfach mal das Gatlock zunutze gemacht. Ich finde es ja saucool, dass die Kunari mit den Sperren kämpfen, aber sie unterbrechen dauernd. Das ist. Warum nennen die Kunari diesen Plan Drachenodem? Was haben denn Drachen mit der Ermordung von Staatsoberhäuptern zu tun? Ich verstehe das alles nicht. Wir werden es rausfinden, unsere liebe Cassandra. Das werden wir alles Patrouillierende noch rausfinden. Wachen. Wir müssen sie so schnell wie möglich ausschalten. So, komm. Gehen wir einfach mal in den Kampf. So, dann haben wir hier noch welche. Haben wir hier noch irgendwo Gatlock oben stehen? Ich sehe gerade keins. Weißt du, dass wir da hinten welches hatten? Ah, da will ich jetzt gerade nicht hinrennen. So, ihr legt euch mal alle hin. Weil sonst haut ihr mich schon wieder alle um. Okay. Hier ist was zum Plündern. Das nenne ich mal eine beeindruckende Tür. Torhausschlüssel. Ja, das meinen sie hier. Und diese Tür versuchen wir gleich zu öffnen. So, das war das Torhaus. Protokoll einer Davarat-Torwache. Die Einträge in diesem Buch sind in mehreren unterschiedlichen Handschriften und teilweise auch verschiedenen Sprachen verfasst. Die wenigen Einträge in Gemeinsprache deuten darauf hin, dass es sich hierbei um ein Protokoll der Torwachen des Davarat handelt. Morgen. Der Hisra Keith hat die Artefakte geliefert. Ihre Fundorte fehlten im Ladungsverzeichnis. Iskari erklärte mir auf Nachfrage, sie stammen aus Ruinen. Erinnert die Agenten bitte daran, dass alle Relikte katalogisiert werden müssen. Ansonsten werden die Beschwerden der Tabas niemals aufhören. Nachmittag. Drei Keith wurden entsandt, darunter auch Iskari aus dem Hisra-Keith, und ich habe ihr gesagt, sie sollte die Fundorte diesmal im Ladungsverhältnis festhalten. Abend. Der Hisra-Keith hat sich zurückgemeldet. Iskari übergab mir das Verzeichnis, in dem lediglich außerhalb des Davarat stand. Ich werde meinen Stan um ein Messer bitten.
Ja, wir haben hier ein kleines Rätsel. Das machen wir jetzt aber noch nicht. Sondern wir gucken uns hier natürlich noch um. Hier ist nämlich noch ein Turm. Und anscheinend noch ein Gegner. Tür ist versperrt. Dann gucken wir mal, ob wir da oben reinkommen. Wir sind überall Gutlock, Fässer und hier oben steht der Gute. So, hier ist noch ein Schlüssel fürs Torhaus. Hier ist eine Notiz. Sarah, dieser Brief wurde eindeutig im Laufe mehrerer Tage verfasst. In den ersten Zeilen ist die Tinte bereits leicht verblasst. Elfen namens Tullys. Es ist nicht länger meine Rolle, andere im Kuhn zu unterweisen, aber wenn ich euch Frieden schenke, werde ich erzählen, was ich weiß. Ihr seid in eurem Bemühen, euch und eure Bestimmung zu erkennen, nicht allein. Viele wieder Thari kommen voller Furcht und Zorn zum Kuhn. Diese Gefühle errichten Stein um Stein eine Mauer um das Selbst. Sie verhindern, dass ihr andere erkennt, dass ihr die Welt seht, wie sie ist, und überzeugen euch davon, dass ihr euch allein in der Dunkelheit befindet und euch selbst auf euch selbst gestellt seid. Diese Mauern sind real. Die Dunkelheit und Einsamkeit hingegen, die Welt, die sie im Selbst erschaffen, sind lediglich eine Illusion. Wenn ihr die Wahrheit erkennen wollt, müsst ihr darauf hinarbeiten, die Mauern einzureißen, denn die Wahrheit lautet, niemand ist allein. Die Weisheit wurde Koslun vor langer Zeit in der Wüste offenbart. Was wie Einsamkeit erscheint, ist Verbundenheit. Was wie Dunkelheit erscheint, ist lediglich der Raum zwischen den Sternen. Der folgende Teil des Briefes ist ein wenig neuer und die Handschrift, die zu Beginn noch äußerst sauber war, ist etwas fahriger geworden. So, als wäre dieser Abschnitt in Eile geschrieben worden. Und es ist nicht allein die Vidathari, die mit diesen Illusionen zu kämpfen haben. Die Welt verändert das selbst und wir müssen in ihren Gezeiten ein Gleichgewicht finden. Ich war einst in das Ashkari und habe meine Tage damit verbracht, die Lehren des Kuhn zu studieren und nach derselben Erleuchtung zu suchen, die Koslun erlangt hatte. Doch meine Träume von Dämonen haben mich auf einen anderen Weg geführt. Ab hier ist das Schriftstück voller durchgestrichener Passagen, die Handschrift wird zittrig, ein Teil der Tinte ist noch feucht. Und nun, da das Lied flüssig, durchgestrichen, und nun studiere ich den Damm, der die Magie in ihrem Ursprung zurückhält. Wir werden durchgestrichen. Es ist unsere Bestimmung, durchgestrichen. Die Dinge ändern sich, kleine Tullys. Die Welt verändert sich. Sucht eure Bestimmung in den Leuten, die euch umgeben, und eure Rolle wird euch offenbaren. Erinnert euch daran. Durchgestrichen. Es wird schwierig sein, in all dem Lärm Weisheit zu finden, aber der Lärm ist nur eine Illusion. Genau wie die Dunkelheit. Die Mauern jedoch sind real. Vergesst das nicht. Reißt als erstes diese Mauern nieder, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen, Sarath. Klingt so, als wären da so ein paar Lyrium. Zweifel. Haben die Kunari überhaupt eine Vorstellung davon, womit sie es hier zu tun haben? Nein, sie glauben es vielleicht, aber dem ist nicht so. So, hier ist nämlich auch noch Schleierfeuer. Hier ist eine goldene Nack. Und hier ist was zum Lesen. Uralte Schrift. Einer sieht den Jäger, einer flieht vor ihm. Einer macht stattdessen Jagd auf ihn, einer überlistet alle. So. Wir haben hier noch was. Notiz eines Ben-Hasrat-Spions. Die Ausgrabungen haben ein Wandbild zutage gefördert. Vermutlich ein Selbstporträt von Harolds. Wir haben hier, ich weiß nicht, was es ist, sieht ein bisschen aus wie ein Drache. Ein Hirsch. Dann haben wir hier noch eine Treppe. Oder Leiter ist das ja. Den Schreckenswolf selbst. Ist das und eine ein Astrarium? Wie haben Eule. Die Kunari es hierher geschafft? Wir sollten uns vielleicht besser davon fernhalten. Manche dieser Artefakte sind tödlich. So. Womöglich so. Wäre ja ein Hauch Magie hilfreich. Ja, darfst du machen, mein lieber Darien. So, die Eule. Ich habe den Spruch gerade vergessen.
Der eine flieht vor ihm. War das nicht so? Ich guck nochmal. Ich will das hier nicht falsch wiedergeben. Ach so, einer sieht den Jäger. Das ist die Eule. Einer flieht vor ihm. Das müsste der Hirsch sein. Einer jagt ihn. Hier haben wir einen Drachen. Und dann noch... Ich springe einfach mal runter. Ich wollte gerade sagen, Dorian kann das ab. Kann aber nicht. Und hier ist Penharrel. Wir haben das Rätsel gelöst. Das habe ich tatsächlich auch super schnell in der Originalfolge gelöst bekommen. So. Und jetzt können wir hoffentlich hier öffnen. Wir spielen uns wieder selbst. Und dann haben wir jetzt ja noch das andere Rätsel im Torhaus übrig. Das lösen wir jetzt auch. Ich hoffe, ich kriege das wieder so schnell hin wie beim letzten Mal. Wir haben hier drei Räder. Und diese drei bewegen diese Spitzen. Der bewegt nur den oben. Der bewegt die beiden. Gut so. Macht mit den anderen einfach genau dasselbe. Und das wir sind drin. Das so. Und der bewegt die vertikalen. So, mehr machen wir mal nicht. Das ist gut. Und jetzt können wir den einzelnen hier noch bewegen. Und die Tür ist offen. Ja, und damit endet hier die Folge. In der nächsten Folge müsste es genau hier weitergehen, wenn es nicht ganz passt. Verzeiht es mir. Jetzt erstmal aber vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.